Oh mein Gott, es fliegt! 3, 2, 1. Digga, das ist ein Leopard, der pisst gerade in die Wildnis. Hinten an dem Van war halt eben was. Bro, da, ich habe auch irgendein fucking gehört am Van. Das waren Brückenkobolde. Digga, halt's mal, ich glaube, die Schlüssel ist leer. Digga, ich schwör's dir, wir haben es nicht gescriptet. Aber dieser verkackte. Oh Junge. Fucking. Hä? Hä? Ist da einer drin? Macht. Ja, wahrscheinlich ist da einer drin. Hä? Ist ja am Arsch. Oh, oh. Digga. Lol. Oh, hallo, Mr. Mann. So, du Profi. Weil ich zitter ein bisschen. Es ist 8 Uhr morgens, Leute. Wir fahren jetzt los in die nächste größere Stadt nach Nordköpping. Irgendein Idiot hat die Beifahrertür aufgelassen, während es draußen. Ja, genau, Minusgrade gewesen sind. Also es war wirklich ziemlich kalt draußen heute Nacht. Wir haben jetzt heute Morgen 7 Grad angeblich. Ja, es war saukalt, wir sind fast heute Nacht erfroren. Aber wir haben es überlebt, oder Tobi? Das war auch mein Erlebnis, sag ich. Ja klar, nee, war angenehm, so aufzumachen. Nicht. Digga, wir waren gerade im Waschsalon, also wir haben es jetzt endlich geschafft, unsere Wäsche abzugeben. Das Ding ist, die Frau sprach nur Schwedisch und Arabisch. Ja, ich würde sagen, wir gehen in die Innenstadt und geben unnötigerweise einfach ein bisschen Geld aus, oder? Die haben hier Pralinen, schau mal. Das ist scheiße. Das sind schwedische Pralinen. Don't mind me, just stealing Wi-Fi. Wir sind gerade in Schweden in irgendeinem Café, haben sehr lecker gegessen. Für Tobi gab es Burger, für mich gab es einen Salat mit Halloumi, der war ausgesprochen gut. Gehen wir in der Mall ein bisschen einkaufen und werden alles, was wir an Geld auf diesem Trip verdient haben, werden dieses ganze Geld ausgeben und uns coole Outfits kaufen. Wir hängen hier gerade mitten in der schwedischen Innenstadt und versuchen irgendwo Wi-Fi zu baiten, Alter. Und wir fühlen uns wie fucking Watchdog, weil wir hier die ganze Zeit hingehen und uns vor jedem Laden hinsetzen, einen Speedtest machen. Tut sich gerade gar nichts. Doch? Scheiße, Alter. Wo noch ein Parkplatz? Guten Morgen! Tobi, ich habe mir den Van-Trip so nicht vorgestellt. Ich will nicht auf dem Parkplatz wohnen. Wir sind fertig mit dem Upload. Ich will nicht auf dem Parkplatz wohnen. Wir sind doch in der Natur. Ah, es ist gar nicht morgen. Es ist 14 Uhr, du hast einen Powernap gemacht. Wir sind auf einem Parkplatz. Ich will hier nicht wohnen. Aufstehen! Geh mal da vorne ein bisschen Holz hacken, bitte. Und das wirkt seltsam, wenn du hier mit der Axt rumläufst auf dem Parkplatz. Ich habe gerade 9 Euro für Kackbeutel für Akani bezahlt. 9 fucking Euro für biodegradable Kackbeutel. Whereas I could fucking easily let my fucking dog shit on the fucking street like these bastards are doing. Are you having fun, lad? You having fucking fun? Oh, does your fucking dog shit in the street as well? Yes, it does, because you fucking asshole didn't buy this fucking poop. Es gibt hier wohl eine Sache, die so ein bisschen special sein soll, die wohl ein Highlight sein soll, so ein Must-See. Wir holen uns was ab, ich gehe kurz aufs Klo, das wollte ich nämlich auch schnell machen. Ja, ich muss auch. Ich gehe zuerst und da, doch, dann werden wir das probieren, irgendwo außerhalb. Wir müssen unsere Wäsche abholen und dann können wir endlich wieder raus auf die Stadt. Natur. We take one of those? Okay. Sounds nice as well, yeah. Shake an almond. Yeah, we take it as well. Digga, also es ist ja auch wirklich wieder, dass das hier so eingepackt ist und so. Das ist ja auch schon. Also das kennt man ja aus Deutschland nicht, ne? Da kriegt man seinen scheiß Ball in so einer Mülltüte und hier ist so schön richtig, guck mal hier. Oh, dicker schön. Guck mal hier, dicker. 3, 2, 1. Boah, das ist wild. Aber was ist das? Noch nie sowas geschmeckt. Hä? Das ist ja mal ultra geil. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Sag mir, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist ein frittierter Apfel, glaube ich, oder so. Hm, ja, da freue ich mich natürlich davon zu essen. What the fuck? Holy shit. Hä? Hilfe, our apple läuft aus. Da, ja, da ist eine Spucke drin. Ekelhaft. Überlecker, oder? Sehr, sehr geil. Digga, der ist steinhart einfach, ne? Wie soll man das denn? Boah. Actually, no clue. Marzipan, I guess? Boah, crazy nice. Das ist bisher mein Favorite. Bro, holy shit, man. Boah. Digga. Ey, das ist alles so insane lecker. Das sieht aber köstlich aus. Wir sind hier echt so deep in the forest. Guck mal hier links, Leute. Überall. Ach, dann rechts auch, Alter. Nicht, dass der hüpft, ey. Ja. Ah, darf man einen essen, oder? Ich bin Vegetarier, warum sagst du sowas? Warum sagst du sowas immer? Wir stellen uns jetzt heute mal hier hin. Ich glaube doch, dass es ganz gut hier ist, oder? Ich glaube, Tobi, es ist Zeit. Oh, wir haben ein Erdbeben! Was Besonderes heute zu essen. Und zwar habe ich uns Bundeswehressen gekauft. So richtiges, ekliges Trockenfutter, so Bundeswehrration. Ja, ich dachte, weißt du, jetzt haben wir Mittag ja den ganzen Tag so gut gegessen. Und jetzt essen wir einfach mal schön fertig essen. Digga, was muss denn dazu machen? Nichts Wasser reinrühren? Ich glaube, gar nichts, glaube ich. Ich glaube, da muss wirklich nur Wasser rein. Das war's. Oh. Heißes Wasser, Platz am See. So sieht das von innen aus. Absolut nicht lecker. Riecht aber intens.
ist halt wie 5-Minuten-Terrine, Digga. Aber das hat 1200 Kalorien. Ja, und Protein des Todes, Alter. Okay, und jetzt, nachdem man umgerührt hat, wohl zumachen? Und schütteln. Was? Das ist ja wirklich Bundeswehressen, ne? Schmeckt gut. Das ist ein gutes Fitnessessen, Digga. Komm, so schlimm ist es nicht, ja? Es ist aber auch nicht so lecker, Alter. Es ist relativ geschmacksneutral. Ist hier nicht das beste Essen? Aber nicht das schlechteste. Ihr habt so süße Dinger drin, so Preiselbeeren, das ist actually nice. Digga, dein sieht natürlich wieder nach richtigem Essen aus, Alter. Voll lecker, Digga. Ach, doch, nice, Alter. Unsere Idee ist fucking stupid, aber maybe klappt's. Also pass auf, wir haben vor, mit der Drohne die Zielscheibe nach oben zu befördern. Also quasi die Zielscheibe an der Drohne irgendwie festzumachen. Und Gedanken haben wir es nicht gemacht, ne? Überhaupt nicht. Und dann wollen wir auf die fliegende Zielscheibe, mit, also die quasi an der Drohne hochfliegt, schießen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert oder die Drohne kaputt macht. Aber wer nichts wagt, der hat keinen Content, sag ich immer, ne? Und jetzt schießt. Okay, Ich hatte insgesamt 4 nur, ich hab richtig reingeschissen. Oh, die hat gepiept. Schnell. Ja! Oh, shit! Okay, landen! Wow! Oh, Alter! Was für eine dumme Idee! Aber es hat geklappt! Geil! Geil, Alter, geil! Geil, Mann! Danke, Alter! Danke für die Drohne! Was für eine dumme, aber gleichzeitig geile Idee! Punktestand, ich hatte 4. Alter, du hast mich auseinandergenommen zu 11! Digga, holy shit! Das heißt, du musst den Abwasch machen. Das war so nice dumm, weil diese Drohne richtig viel Geld kostet. Die hätte auch easy kaputt gehen können. Aber wir haben es geschafft, weil wir gute Schützen sind, Digga. Weil wir extrem starke Männer sind, Alter. Weißt du, Männer, die auch mal Outdoor-Food essen und auch mal Bogenschießen. Tobi, by the way, Bogenschieß-Legende, Digga. Leute, check this out. Der war daneben. War gut, Digga, war wild. Die Drohne, mies gefickt, Akku von 100% auf 0 in 2 Minuten. Ja. Aber es war geil. Und jetzt hängen wir da einen Säugling dran, schießen auf den. Das war ein Witz, wir schießen nicht auf den Säugling. Wenn ich nicht treffe, ja, dann beendet der Block.